Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir die 6. Welt abschließen können und wir können jetzt hier dann gleich mit der 7. Welt weitermachen, mit weiteren lustigen Challenges. Vor allem die Challenge zu Welt 7.3 wird ziemlich cool werden. Das ist eine von meinen Lieblings-Challenges. Die ist auch total crazy wieder. Aber wir werden mit Leicht sehen erstmal hier die Challenge zu Level 7.1. Hier darf man erstmal einen Propellerpilz benutzen. Den durfte man bisher noch gar nie bei irgendwelchen anderen Challenges benutzen, aber hier jetzt schon. Weil ich wollte es auch schaffen, dass man irgendwie jedes Power-Up zumindest einmal bei einer Challenge benutzen muss, was es hier in dem Spiel so gibt. Und hier dann eben den Propellerpilz. Und die genaue Aufgabe ist, dass man von diesen, ich nenne sie mal Karo-Blöcken, weil da Karos drauf sind. Von diesen Karo-Blöcken darf man nur die roten berühren. Und auch bei Röhren darf man auch nur die roten berühren. Andere Arten von Plattformen, also hier Fragezeichenblöcke oder braune Blöcke, darf man immer berühren. Von Gegnern darf man wegspringen. Aber bei diesen Karo-Blöcken oder auch bei Röhren, da darf man nur die roten berühren und keine andersfarbigen. Das ist hier die Aufgabe. Jetzt war ich wieder unachtsam und habe vielleicht die erste Starcam verpasst. Nee, sehr gut. Da ist sie, wunderbar. Aber es gibt hier eben viele Röhren, deswegen muss ich da auch ein paar von denen überprüfen. Habe ich jetzt am Anfang noch gar nicht gemacht. Meistens sind Röhren, in die man rein kann, ja schon auffällig. Die gelbe zum Beispiel ist ein bisschen auffällig, weil man da nicht so weit hinkommt. Und da kann man auch rein. Also meistens kann man sich schon denken, wenn man in eine Röhre reingehen kann und wann nicht. So, hier dürfte gleich die zweite hoffentlich sein. Bam. Bam. Oder auch nicht, vielleicht? Ne, ist mal nur für einen Propellerpilz. Oder kommt die jetzt? Doch, hier ist doch noch eine, oder? Da rechts jetzt. Ja, genau, okay. So, okay. Der lustige grüne Block da. Aber mit Propellerpilz ist es kein Problem. Wie gesagt, darf man eben bei der Challenge auch benutzen. Ohne ist es ziemlich sicher unmöglich. Und selbst mit Propellerpilz gibt es ein paar schwierige Abschnitte. Hier zum Beispiel jetzt. Da ist jetzt, sind relativ viele andere Farben, sage ich mal. Hab ich's falsch gesagt eigentlich? Ich hab's falsch gesagt, sorry. Nur die grünen. Ich bin nicht farbenblind. Ich habe mich einfach nur getäuscht, tut mir leid. Sorry, ich bin so blöd. Also nochmal, von den Karo-Blöcken und auch von den Röhren darf man nur die grünen berühren, keine andersfarbigen. Sorry, keine roten, keine gelben, keine lilanen, nur die grünen. Weil die Röhre, bei der man das Level verlassen muss und auch die allererste im Level war nämlich grün und die muss man berühren, sonst kann man das Level gar nicht verlassen. Also ja, die grünen darf man berühren, aber keine andersfarbigen. Sorry, ich bin dumm. Bin ich in der Zeile irgendwie verrutscht oder so? Hat eine andere Challenge mit Rot? Ja, nicht so wirklich eigentlich. Nee, ich bin einfach nur doof. Also ja, nur die Grünen. Seid nicht farbenblind wie ich. Nur die Grünen berühren. So. Gut. Hätten wir das auch im zweiten Anlauf? Dann Level 7.2. Let's go. So, diesmal werde ich es von Anfang an richtig sagen. Die Challenge hier könnte eine der schwierigsten von allen sein. Die hat es in sich. Und zwar, hier kommen diese lustigen Wasserblasen vor, die in der Luft schweben. Und die kommen nur in diesem Level vor. Und natürlich hat die Challenge dann auch damit was zu tun. Ich zeig's mal hier bei der ersten. Die Aufgabe ist, dass man es bei jeder Blase, die sich nach oben und unten bewegt, wie diese hier zum Beispiel, schaffen muss, dass man unten rausgeht. Und man aber, so wie ich jetzt, direkt wieder drin landet. Was ich gerade gemacht habe, ist, dass ich am untersten Punkt halt direkt nachdem ich draußen war, eine Stampfattacke eingesetzt habe, die ich... Habe ich sie gecancelt? Ne, habe ich glaube ich nicht. Aber gewirbelt habe ich noch in der Luft, um halt ein bisschen länger in der Luft zu bleiben. Man muss es halt schaffen, dass man rausgeht aus der Blase und dass man aber so lange da in der Luft verweilt quasi, bevor man runterfällt, sodass die Blase wieder auf einen aufholen kann und Mario sie wieder berührt und er wieder dann in ihr schwimmen kann. Und das muss einem eben bei jeder einzelnen Blase, die sich auf und ab bewegt, gelingen. Bei diesen hier nicht, die bewegen sich ja seitlich, bei denen geht's nicht, glaube ich zumindest. Aber bei jedem, die sich halt vertikal bewegen, bei jeder von denen muss man es schaffen, dass man unten rausgeht und man aber halt direkt wieder reinkommt. Und die Schwierigkeit dabei ist halt, dass es viele von diesen Blasen gibt, haben wir auch gerade eben gesehen, die halt über einer Schlucht sind. Bei denen, die nicht über eine Schlucht sind, ist nicht so schlimm. Wenn man das dann nicht schafft, dann probiert man es einfach nochmal. Das ist kein Ding. Aber die über einer Schlucht sind,
da muss man halt sehr stark aufpassen. Da bedeutet ein Fehler dann wahrscheinlich den Tod. Und das muss man halt wirklich ganz genau timen. Ich habe es jetzt gerade sogar beim ersten Versuch hinbekommen, wo ich das gezeigt habe. Aber das war auch ein bisschen Glück, glaube ich. Weil das ist schon sehr, sehr schwer. Und ich habe den Vorteil noch, dass ich groß bin. Ich glaube, das ist ein gewisser Vorteil, wenn man hier groß ist. Weil halt Marios Hitbox dann größer ist. Aber es dürfte auch gehen, wenn man klein ist. Aber halt vielleicht noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Da ist eine Röhre übrigens. Genau. Und deswegen, ich glaube, die Challenge hat es wirklich sehr, sehr in sich. Weil es gibt viele von den Luftblasen. Aber es gibt, oder Luftblasen vor allem, Wasserblasen. Aber es gilt wieder nur, bei denen, die halt auftauchen im Level. Also man könnte diesen Bonusraum hier besuchen, sollte man aber nicht, weil hier sind nur mehr Wasserblasen, bei denen man das dann machen muss. Und deswegen, den am besten würde ich empfehlen, ignorieren, weil dann müsst ihr es bei weniger Wasserblasen machen. Genau. Aber halt jede, die zu sehen ist, die sich auf und ab bewegt, da müsst ihr das eben erreichen, dieses Ziel. Dass ihr unten rausgeht. Und so. Ja, okay, verkackt. Okay, mit Propeller ist aber auch schwieriger. Stimmt, mit Propeller geht's nicht, glaube ich sogar. Weil da mache ich ja. Obwohl doch, ich kann schon schnappen. Egal. Wurscht. Auf jeden Fall, dass ihr dann wieder direkt drin landet in der Blase. Das muss euch gelingen. Jetzt habe ich natürlich was verpasst. Moment. Es gibt hier, glaube ich, keinen Secret Exit. Ah, da unten wieder, oder? Obwohl, nee. Ich kam doch gerade eben erst aus der Röhre raus. Hier. Oder? Ist links von mir noch was? Habe ich die jetzt übersprungen, die dritte Starcoin? Ah, habe ich. Das ist immer ein bisschen kacke, finde ich. Wenn die zweite Starcoin in einem Bonusraum ist, vor allem voll einfach gewesen. Wenn die zweite in einem Bonusraum ist und man dann rechts von der dritten wieder rauskommt, das finde ich immer ein bisschen doof. Aber na gut. So. Aber jetzt haben wir es auch schon. Okay, ist trotzdem ein sehr interessantes Level und auch ein interessantes Prinzip mit diesen schwebenden Wasserblasen da. Und ich wollte unbedingt mit bei der Challenge natürlich auch irgendwas mit denen machen. Wenn so eine einzigartige Mechanik nur in einem einzigen Level vorkommt, dann musste ich das ja so machen. Fast schon. Und ja, damit hat sie eben auch zu tun. Aber ist ziemlich schwierig. Gut, dann 7-3. Hier ist die Challenge ziemlich verrückt, aber voll cool. Das ist eben eine von meinen Lieblings-Challenges, würde ich sagen. Hier ist es auch wirklich so gewesen, hier, das ganze Level baut auf diesen Schienen hier auf und den Blöcken, die da so entlang sausen. Hier ist es wirklich so gewesen, dass ich hier auch sehr, sehr viele verschiedene Ideen hatte, was ich dann für Challenges machen könnte. Hier ist es fast ein bisschen schade, dass ich mich auf eine Challenge pro Level beschränke, weil hier wären mir auch weitere coole Challenges eingefallen. Ich habe halt dann die coolste genommen, in meinen Augen. Aber es gibt hier viel Potenzial für lustige Challenges. Das ist halt wirklich total verschieden von Level zu Level, weil manchmal fallen mir bei einem Level nach langer Zeit keine guten Challenges ein und ich muss wirklich lange überlegen, das Level lange spielen und mir alle möglichen verrückten Dinge einfallen lassen, damit mir irgendwas Lustiges einfällt. Und bei anderen Challenges oder bei anderen Leveln spiele ich das Level einmal und habe sofort irgendwie 5 Ideen, was man denn so alles machen könnte. Hier bei den Schienen zum Beispiel könnte man irgendwie machen, dass man die Schienen einfach nur eine gewisse Anzahl Male berühren darf. Also mit berühren wäre dann zum Beispiel gemeint, dass ich halt nicht von der einen Seite auf die andere darf. Also wenn ich hier so durchgehe, wäre das eine Berührung und das hier wäre eine Berührung. Dass man halt das irgendwie beschränkt auf eine bestimmte Anzahl, das wäre ganz cool gewesen. Was man auch noch hätte machen können, ist, dass man bei diesem Abschnitt hier, hier wird die Challenge übrigens auch spielen, dass man hier bei all den Blockformationen nur den mittleren trifft. Also hier so. Und so. Und so. Ich schaff's sogar. Das ist voll schwer eigentlich. Okay, nice. Aber meine Challenge auf jeden Fall ist cooler, die ich mir jetzt noch final ausgedacht habe. Checkpoint darf man benutzen, weil sie spielt eben nur hier. So, ich muss aber jetzt viel erklären, weil die ist kompliziert. Aber cool. Und zwar muss man hier quasi so ein bisschen Mario Kart spielen. Die Start-Ziellinie ist dieser gelbe Pilz hier, der sich so nach oben erstreckt. Und man startet hier auf diesem grünen Pilz. Wir treten gegen den Dreier-Fragezeichen-Block an, der gleich kommt. Wenn der über die Start-Ziellinie geht, also über den gelben Block, bei dem ich gerade stehe, dann darf ich mich auch bewegen. So. Und dann beginnt eine Runde. Eine erfolgreiche Runde habe ich dann abgeschlossen, wenn ich es schaffe, auf jedem blauen Pilz einmal gestanden zu sein. 5 sind es. Also auf dem hier, hier in diesem Bereich. Auf dem hier, auf dem hier und auf dem hier. Reihenfolge ist egal. Sobald ich das geschafft habe, darf ich wieder nach unten zurück auf den grünen Pilz und dann wieder von hier aus, von links her, auf dem grünen Pilz stehend, über die Start-Ziellinie. Dann habe ich eine Runde abgeschlossen.
Das mache ich nochmal. Die Reihenfolge ist wie gesagt egal. Das müsst ihr selber herausfinden, welche Reihenfolge von den blauen Pilzen am besten ist. Die, die ich hier mache, ist die naheliegendste, aber vielleicht nicht die beste. Dann hier und hier, dann wieder hier links zurück und wieder auf dem grünen Pilz über die Stadtziellinie. Das müsst ihr dreimal schaffen, also drei Runden, wie sich das für Mario Kart so gehört. Und ihr müsst halt schneller sein als der grüne Fragezeichenblock. Oder die drei Fragezeichenblöcke. Also jetzt geht's los, da muss ich eben hier schnell sein. Die Fuzzies müssen halt auch ganz gut stehen. Und ich bin schon hinten. Und ich habe meinen Power-Up auch noch verloren, jetzt hätte er schon eine Runde Vorsprung quasi. Und nach drei Runden müsst ihr es eben schaffen, dass ihr vor diesem Dreier-Fragezeichen-Block wieder hier auf dem grünen Pilz über die Startziellinie geht. Alles klar? Ist wie gesagt sehr, 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 sehr cool, wie ich finde. So eine Mario Kart Challenge für zwischendurch. Hat ja auch was mit einem Speedrun quasi zu tun, aber ist halt nur auf einen engen Raum beschränkt, der Speedrun. Ich glaube, hier ist übrigens was, genau. Und ist echt ganz cool. Vor allem ist es halt auch so, dass man sich ein bisschen selber aussuchen darf, wie man das machen will. Weil die Reihenfolge von den blauen Pilzen habe ich ja nicht vorgeschrieben. Das muss man sich selber überlegen, was für eine Taktik da am besten ist. Und in welcher Reihenfolge man die blauen Pilze eben berühren will. Man muss auch so ein bisschen Glück eventuell haben, weil halt die Fuzzies oder andere Blöcke sehr stark im Weg sein können. Man darf übrigens andere Blöcke schon, also halt gegen sie springen, aber ohne Power-Ups das Ganze, deswegen bringt einem nicht viel. Man darf aber dagegen springen gegen die anderen Blöcke, das ist kein Problem. Den P-Switch darf man nicht aktivieren, stimmt, weil der ansonsten die Blöcke wegmachen würde und das wäre dann zu einfach. Und deswegen den darf man nicht aktivieren. Aber sonst ist einem die Reihenfolge da an sich vorgeschrieben. Es startet aber eben bei dem grünen Pilz und der Stängel, nennt man das Stängel beim Pilz auch? Der Stängel von dem gelben Pilz ist die Startziellinie und sobald die Fragezeichenblöcke drüber sind, darf man auch loslegen und da muss man es eben, ja, muss man es eben schneller schaffen, als die drei Fragezeichenblöcke drei Runden abzuschließen. Und eine Runde besteht eben daraus, alle fünf blauen Pilze auf jedem einmal kurz drauf zu stehen. Genau. Cool, oder? Ich finde schon. Ist auch nochmal cooler als die anderen Challenges, die ich gerade genannt habe. Dass man zum Beispiel diese Schienen nur eine bestimmte Mal berühren darf oder dass man immer die mittleren Blöcke raushauen muss oder sowas. Aber man könnte sich da noch voll viele andere lustige Sachen überlegen, die man da so machen könnte. Also hier bei diesem Level, vor allem bei dieser einen Stelle, wo auch meine Challenge eben spielt, allein da kann man irgendwie sich drei verschiedene Challenges einfallen lassen, die alle cool wären oder noch mehr. Also da ist wirklich... Wenn man, da ist der Sinn der Kreativität keine Grenzen gesetzt, da geht einiges. Aber ich finde meine, so eine Mario Kart Challenge, nenne ich sie mal, ist immer cool für zwischendurch. Und deswegen ist ziemlich nice, finde ich. Gut, dann machen wir den Turm auch gleich noch. It's a go time. Und wir hatten noch gar keinen Secret Exit bisher. Aber ich glaube, der Turm hat einen Secret Exit. Was ein bisschen komisch ist. Aber ich glaube, so dürfte es sein. Und das ist der hier. Okay, genau. So, hier kommt dieses lustige Ding vor, was ich natürlich auch wieder... durchneigen bewegen kann. Und hier bei der Challenge ist es mal wieder so, das habe ich ja vorhin beim dem Propellerpilz auch schon ein bisschen erwähnt, dass man wieder mal ein Power-Up hier benutzen muss. Darf. Anders geht es glaube ich auch gar nicht. Aber auch muss. Kann auch ein Nachteil sein, was man noch bei keiner anderen Challenge benutzen konnte, durfte, musste, wie auch immer. und zwar den Minipilz. Das wird mit Minipilz gespielt. Und die Aufgabe ist hier so ein bisschen zweigeteilt. In der ersten Hälfte, wo ich mich gerade befinde, muss man es schaffen, dass man, wenn man auf der Plattform ist, diese nie mehr verlässt, auch nicht durchspringen. Man darf also dann nur noch laufen auf der Plattform und halt sie neigen, aber nicht mehr springen und auch nicht woanders hinspringen auf eine andere Plattform. Man darf eh gar nicht mehr springen und auch nicht runterfallen und sowas. Das dürfte ich zum Beispiel nicht, da drüber springen. Ich müsste halt dann immer durch Neigen und durch Bewegen auf der Plattform den Gegnern ausweichen, den Kugelwillis. Vor allem diesen Kugelwillis dann auszuweichen, ist da vielleicht gar nicht so einfach. Man hat mit Minipilz ja eine kleinere Hitbox als normalerweise, aber trotzdem muss man sich dann eben hier so durchschlängeln und dann irgendwie so denen ausweichen. Genau. Das ist die erste Hälfte. Und bei der zweiten Hälfte kann ich dann mal verraten, darf man diese Plattform hier einfach gar nicht benutzen. Aber werde ich dann gleich noch zeigen. Erstmal hier oben ist etwas. Ich glaube sogar nicht der Secret Exit, sondern die zweite Starcoin einfach. Ich meine, ich weiß nämlich, wo der Secret Exit ist. Ist zumindest so ungefähr. Ich glaube, in der Wand einfach irgendwo drin. Das dürfte ich aber erkennen. Genau, hier ist die zweite. Und hier im zweiten Abschnitt nach dem Checkpoint, also man darf keinen Checkpoint benutzen, aber eben hier danach darf man jetzt diese Plattform einfach gar nicht mehr berühren. Muss man hier irgendwie anders nach oben kommen. Und ich weiß nicht, ob das ohne Minipilz funktionieren würde. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also mit Propellerpilz würde es auch gehen. Aber halt, ich meine jetzt komplett ohne Power-Ups.
Feuerblume ist übrigens cool hier. Ich glaube, komplett ohne Power-Ups geht es nicht, hier nach oben zu kommen, weil die Sprünge dafür zu groß sind, die man machen muss. Aber vielleicht geht es auch doch irgendwie, wenn man halt von den Bob-Oms geschickt wegspringt oder sowas. Aber ja, man darf auf jeden Fall hier Minipilz benutzen und damit nach oben kommen. Das macht es ein bisschen leichter mit Minipilz, aber es ist trotzdem nicht mega einfach. Ach komm. Ich glaube, hier geht es zum Beispiel rein. Genau, okay. Und das ist schon der Secret Exit, perfekt. Okay, ich nehme die mal mit. Ist hier auch noch die dritte Starcoin? Vielleicht da oben jetzt oder so? Ja, super. Mann, was? Ernsthaft jetzt? Nee, das will ich nochmal neu machen. Wie schlecht war das denn? Warnsprung würde ich, glaube ich, am besten machen. So. Das war sogar auch knapp. Yay. Yippie. Aber die dritte ist dann noch auf dem eigentlichen Weg, anscheinend. Wuhu, this way. So, aber ich werde gleich wieder schneiden, weil das ist ja auch wieder so eine Art Scrolling-Level, weil ich halt nicht die Geschwindigkeit selber bestimmen darf. Und deswegen gleich sehen wir uns dann wieder bei der Stelle, wo ich gerade den Secret Exit gefunden habe. Und dann holen wir uns noch die dritte Starcoin und machen auch noch den Ludwig-Boss-Kampf. Ja, nee, werde ich nicht. So, jetzt. Ja, speichern auch noch. Jetzt. Schnitt. Stirb, 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 stirb. So, hier sind wir gerade eben stehen geblieben. Und jetzt gleich muss ich noch gucken, wo die... Ne, nein, wo die dritte Starcoin ist. Mann, wie ich immer... Daneben. Komm jetzt. Ach, zurück. Genau, wenn man irgendwie gegen eine Decke springt... Ja, ist okay. Mit der Plattform wird man nicht zerquetscht zum Glück. Dann fährt sie wieder nach unten zurück. So kann man noch nach unten auch kommen. Okay, gut. Passt. Und hier ist hoffentlich noch ein Power-Up. Ja, okay. Obwohl, ich meine, ich glaube nicht, dass ich jetzt gegen Ludwig große Probleme habe. Er ist sogar wahrscheinlich schon der schwierigste Koopaling irgendwie. Aber ist halt trotzdem ein Koopaling. Oh, zack. Okay, genau, seine Schüsse verfolgen einen so ein bisschen. Aber ja. Zack. Er braucht halt auch ein bisschen, bis er dann losspringt, weil er immer zuerst einen Schuss macht. Ach, jetzt hat er geradeaus nach oben geschossen. Was fällt dem denn ein? Mario Number One, wuhu! So. Und Schuss. Gut, das geheime Level, das wir jetzt da oben freigelegt haben, ist, glaube ich, das letzte, also 7-6 oder sowas ist das, glaube ich. Ich glaube, 7-6 ist das, ja. Deswegen, das werde ich erst am Ende machen. Lass mich kurz nachschauen. Genau, okay, machen wir erst unten weiter, dann hier beim Geisterhaus. It's a go-time. So, hier ist die Challenge, genau, diese. Das ist ein bisschen ein komisches Level, weil das besteht aus zwei komplett verschiedenen Abschnitten. Die Challenge spielt quasi nur im ersten Abschnitt. Und zwar werden hier wieder neue Gegner eingeführt, nämlich die... Ah genau, das muss der selber aufmachen. Nämlich die Boxbolde, heißen die, glaube ich. Diese lustigen Kollegen hier. Das sind ziemlich interessante Gegner. Yay, halten sogar viel aus. Die Aufgabe besteht auf jeden Fall darin, dass jedes Fass, das im Level zu sehen ist, von Mario zerstört werden muss. Ja, schon verkackt. Von Mario zerstört werden heißt, dass es nicht gegen eine Wand crashen darf. Es muss wirklich durch Mario selbst zerstört werden. Und man darf keine Fässer hochheben. Weil ansonsten könnte man das machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Die einfach gegeneinander schmeißen. Das wäre zu einfach. Deswegen, Mario muss es eben immer kaputt machen. So ungefähr, genau. Aber halt ohne, dass man irgendein Fass hochhebt. Das ist hier die Aufgabe. So, hier ist ein Geheimgang, genau. Das könnte sogar schon der Secret Exit sein. Ich weiß immer nicht sicher. Ja, könnte wirklich sein. Hier ist nochmal so ein extra Raum sogar. Gucken wir einfach mal, was mich hier erwartet. So, erstmal Power-Up-Bild. Dankeschön. Okay. Wir werden es vor allem gleich erfahren, wenn hier noch eventuell... Achso, nee, ich glaube, da unten ist was. Genau. wenn hier noch eventuell eine Starcoin ist und das dann die dritte ist. Also, es könnte auch sein, dass ich dann einfach eine verpasst habe. Aber unwahrscheinlich. Ich denke dann schon, dass es dann hier der Secret Exit wäre, wenn ich eine dritte finden würde. Hier ein bisschen schnell sein, weil die verschwinden, glaube ich, gleich wieder ansonsten. Genau. Der verdeckt die Tür, okay.
Ja, vor allem die großen Buhus verdecken oftmals... Ah, da oben, okay. Verdecken oftmals Sachen. Wie komme ich denn da eigentlich hoch? Ja, fuck. Mann, könntet ihr ein bisschen weniger im Weg sein? Das war knapp. Weniger im Weg sein. Ich glaube, hier mit Warnspinnen komme ich da hoch. Ist aber, glaube ich, nicht so gewollt eigentlich. Scheiße. Ernsthaft jetzt? Fuck. Ja, oder von dem Block aus da, aber das ist ja ein bisschen sehr wahnsinnig, oder? Wartet. Ne, das bounced vor allem weg, das Trampolin. Ja. Oder halt mit Propellerpilz. Oder Minipilz oder irgendwas. Vielleicht ist da oben ja auch doch keine Starcoin. Das ist nur ein Münz-Secret. Also es ist der Secret Exit auf jeden Fall. Den habe ich schon mal gefunden. Ah, das war jetzt schon dumm von mir. Ich hätte es noch probieren sollen. Weil im schlechtesten Fall muss ich das Level jetzt dreimal spielen. Jetzt ein zweites Mal muss ich ja noch spielen. Und den normalen Exit holen. Und wenn ich jetzt die dritte Sternmünze nicht finde, muss ich es nochmal spielen. Und halt dann nochmal den Secret-Exit-Weg machen und dann dort noch die dritte Starcoin suchen. Das war jetzt schon ein bisschen dumm, weil es war eigentlich fast immer so bisher, wenn der geheime Weg zum Secret-Exit hin nochmal einen extra Raum beinhaltet hat, dann war da auch fast immer noch eine Starcoin irgendwo zu finden. Ich mache jetzt aber erstmal den normalen Exit, weil vielleicht sind da ja doch noch... Also die zweite ist da bestimmt noch, da würde ich eigentlich fast wetten. Aber die dritte halt wahrscheinlich nicht. Aber ich mache jetzt erstmal den normalen, weil vielleicht muss ich dann, wenn ich jetzt Glück habe und ich finde noch die beiden anderen, muss ich es doch nur halt jetzt noch einmal spielen und dann danach nicht mehr. Das wäre ganz schön. Aber weiß ich nicht. Mal schauen. Hier ist, glaube ich, nirgendwo was in den Wänden oder so. Ich finde einfach gar keine mehr. Ich habe einfach beide verpasst. Das wäre natürlich auch super. Also es kommt ja jetzt hier noch was. Jetzt kommt eben der zweite Abschnitt, der ganz anders ist. Das ist, glaube ich, so ein Abschnitt, wo man einfach nach unten fällt. Die ganze Zeit, genau. Stern vielleicht? Okay. Ja, hier im Fallen kommt jetzt ein Starcoin. Irgendwo. Rechts rüber? Nee. What? Wo sind denn die Starcoins hier? Verdammt nochmal. Ich glaube, nur eine von den Türen ist einfach richtig. Natürlich die letzte. Mann. Okay. Ja, das kann ich aber jetzt vergessen. Ja, habe ich wirklich... Okay, der verdeckt eine, oder? Ja, okay. Ja. Aber die dritte habe ich verpasst. Ja. Yep. Ach, scheiße. Wie dumm. Okay. Dann spiel ich es gleich nochmal. Oder kommt die hier noch? Hier ist noch ein bisschen was. Eigentlich nicht, glaube ich. Oder? Nein. Okay. Richtig dumm. Mann, ey. Das ist echt nervig, wenn man ein Level gleich dreimal spielen muss. Das hasse ich. Einen Kampf muss ich gleich auch noch machen gegen so einen nervigen Lakitu. Auch gar keinen Bock. So, kurzer Schnitt. Und jetzt gleich drittes Starcoin. Ah. Okay, jetzt weiß ich, wie man da eigentlich hochkommen soll. Weil das ist schon ziemlich schwierig gewesen mit meiner Wandsprungmethode da. Da ist ein so Block am Rand. Und da ist eine Ranke drin. Aha. Okay. Sand da oben ist sie jetzt. Das sieht lustig aus, was Mario da macht. So. What? Hey, ich finde die einfach nicht. Kann ich in die Tür rein? Ah. Hier ist sie drin. Scheiße, das hätte ich doch noch vorhin machen können. Nein, ach Mann. Ich bin so dumm. War alles umsonst. Naja. Yay. So, egal. Ja, nein. Und ein viertes Mal darf ich spielen. Ich kotz ab. This way.
So, dann würde ich erstmal sagen, was hier für diesen Part von Let's Play New Super Mario Bros. Wie. Beim nächsten Mal wird es dann hier in Welt 7 noch weitergehen. Die können wir dann schon abschließen mit den letzten beiden normalen Leveln. Da oben. Ne, drei normalen Level noch. Und noch die Festung. Wir können vielleicht auch schon mit der achten finalen Welt dann anfangen. Dort mit dem ersten Level oder sowas vielleicht. Schauen wir einfach mal, wie weit wir da dann kommen werden. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.